Quark, Quark, Quark. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich laufe jetzt dorthin da, denn da ist die Arena. Da ist die Golden Gate Bridge. Links und rechts ist Wasser. Hier ist nämlich der Kanal, wo man früher mal Boot fahren konnte. Da sind jetzt Enten drin. Die fahren auch immer Boot, wenn keiner hinguckt. Und wir wollen den Community Raid nachholen. Den Community Raid mit Regiram, denn am Sonntag 10 Uhr war wieder Raid-Boss-Wechsel. Normalerweise mache ich ja immer Community Raid beim Raid-Boss-Wechsel am selben Tag. Lade 10 Leute ein, poste im Community-Tab, mache ein Video davon. Wir erklären einiges zum Raid-Boss, aber weil Sonntag war, war ein ungünstiger Tag. Da habe ich lieber ab 10 bis 15 Uhr dann Raids für Zuschauer gemacht mit Regiram. Dass sie einfach mehr direkt raiden konnten, als einfach nur ein Video zu machen an dem Tag. Es wird auch am Donnerstag ab 18 Uhr nochmal Regiram Raids für Zuschauer geben. Wer da noch Bedarf hat, kann da gerne nochmal mitmachen. Davor ist die Raidstunde am Mittwoch. Ich habe gesehen, ich habe ein zweites 100er Regiram, was ich auch auf 50 ziehen möchte, dem die neue Attacke geben möchte. Vielleicht kommt ja noch ein drittes hinzu, man weiß es nicht. Ich laufe jetzt erstmal zur Arena, dann zeige ich euch mal, wen wir einladen. Ich zeige euch die Konda, die Übersichtsgrafik, wo der Community-Tab ist und so. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt an der Arena angekommen. Die Kapuze ist jetzt auch weg. Also ihr habt ja einen schönen Rundgang um den Park rum, denn ihr könnt dort rumlaufen. In der Mitte ist der Restpark. Das ist die Arena, das ist die Golden Gate Bridge, müsste man ja eigentlich kennen aus vergangenen Videos. Hier habe ich auch mit Marc und Pierre damals Community Raid gemacht. Wir stehen jetzt hier, wir wollen jetzt gleich also hier auch ein Raid machen. Hier sehe ich schon eine gelbe Arena. Vielleicht ist da ja noch Platz. Da ist noch Platz. Wir setzen da mal ein Quiekel rein. Gucken mal, von wem das Scaraborn ist. Vom Xtreme. Seit 28 Minuten sitzt er da drin. Du kleiner Schlingel, du. Grüße raus an den Xtreme. Und jetzt Community-Tab, ja, der Community-Tab. Wenn ihr immer mitmachen wollt, ich poste immer in den Community-Tab beim Raid-Boss-Wechsel einen Raid. Hier oben steht Community, dann sieht man meistens auch, wo die Arena ist. Dann sieht man meistens davor auch noch eine Konda-Liste, welcher Typ das ist, welche WP das braucht als 100%, welche Konda man nimmt, am besten also Drachen oder ja, Gestein gegen Flug. Das ist ja gar kein Flug. Ne, gegen Feuer, Bruder, musst du halt so machen. Und dann haben wir hier die Liste an den Leuten, die sich eingetragen haben. Und ich muss das ja immer sortieren, nach Neueste zuerst. Ne, nach Älteste zuerst, weil es der Reihenfolge nachgeht. Und die ersten 10 waren Cheffe24, Methodius, Pokehunter, Henry Niki, Genaya, plus nochmal 5, Excavador, Rode Fuchtel, Borki, Kevin, die Rolf und Matze. Rest hat es leider nicht geschafft. Der eine Kollege hat sich eh falsch eingetragen. Bitte so wirklich, wie es da im Text steht, aber der kommt eh zu spät. Der Pizzabote hat sich wieder rausgetragen oder so, warum auch immer. Der stand vorhin auf jeden Fall auch drin. Wir warten jetzt noch die eine Minute. Dann machen wir mal den Raid und ich nehme einfach das, was mir vorgeschlagen wird. Dann mal gucken, auch wie der sich fangen lässt und ja. Dann war es das auch schon wieder. Eigentlich unspektakulär, aber zumindest hat es eine neue Attacke. So, der Raid ist jetzt auf. Ich habe mich mal hier hingehockert. Ich will jetzt mal bei beiden hier auf die Arena gehen. Muss natürlich erstmal wieder eine private Lobby aufmachen, dass da keine Fremden reinrutschen. Das heißt, wir drücken hier, wir drücken da, wir werfen beides ein. Gruppe erstellen. Katz, Katz, brennt. Und jetzt noch einladen, die wir dann versuchen, aber öffentlich zu machen. Moment. So, die 5 sind drin, die 5 kommen jetzt hier dazu. Pflegen wir es mal dahin. Ich habe das hier an dieses Geländer dran gemacht, aber habe gerade schon gesehen, das Geländer ist einfach extrem schmierig und abartig. Ich habe einmal unten rangefasst, meine ganze Hand war grün. Also irgendwie sieht das von oben besser aus als von unten, als ich da einfach alles ansammelt. Ich werde mal bei 70 es auch öffentlich machen.
Weil der Rest ist ja eh eingeladen, da wird es ja jetzt vielleicht schaffen reinzukommen. Ist wieder eine richtig bescheuerte Perspektive. Jetzt kommt noch die Sonne hier rein, geht mir durchs Gesicht. Oh. Bruder, 1:32, 11 Leute sind drin. Eigentlich müssten wir mindestens 12 sein, dann wäre alles perfekt. Man kann aber immer mal nach Fremdkörpern durchsuchen. Fremdkörper. Blood and Tears ist ein Fremdkörper. Das heißt, theoretisch fehlt einer, weil mit Blood and Tears müssten wir eigentlich 13 sein, wir sind aber nur 12. Ich erkenne also sicherlich an den Interaktionen dann, wer gefehlt hat, weil ich habe ja die 5 da drauf, die 5 da drauf und merke ja dann, wer keinen blauen Rand hat, dass der wohl nicht mitgeradet hat oder nicht interagiert hat. Kevin, die Rolf war drin, den musste ich extra adden. Alle anderen waren schon irgendwo auf die Accounts verteilt, das hat gepasst. Kevin, die Rolf ist jetzt offiziell auch beim Samyang drauf, wird uns auf den nächsten Reisen vielleicht begleiten. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, die Arena hier nehme ich nicht mehr. Du kannst nicht stehen, du kannst nicht sitzen. Du hängst auf 7:30, also richtig komisch. Ist auch mega nervig, gerade so komisch rumzuhockern. Das heißt, ich stelle mich am besten wieder. Dann stelle ich mich lieber so, dann geht es nur in den Rücken, aber nicht in die Füße. Denn irgendwie habe ich gerade das Problem, dass meine Füße einfach wehtun. Wieder meine Gummilatschen an, mit denen ich immer schön hier lang schmiere, denn genau der Weg davor ist so schmierig und so matschig. Wenn du da Gummischuhe anhast, lebst du gefährlich. Aber egal, dann müssen wir durch. Haben jetzt hier auch unsere Drachen am Start auf dem Samyang-Account. Hier drüben geht's weiter mit Felswerfer und Gesteinsattacken. Also eigentlich kein Problem. Ich habe vom Lennart, glaube ich, gehört, dass er auch vorhat, schon wieder das Ding im Trio zu machen. Ob ich Bock hätte auf ein Trio-Raid? Warum nicht, ne? Dem können wir den Gefallen ja tun. Rode Fuchtel ist auf jeden Fall hier interagiert, das passt. Der war dabei. Ich drücke jetzt hier einfach mal komplett durch. Kann ja auch shiny sein. 23,07 müsste, glaube ich, der 100er Wert sein. 22,50 habe ich auf dem. Hier haben wir Borki, Raid-Kumpel, Reisender, Rode Fuchtel, Genaya, letzter Angriff. 1 Minute Kampfzeit. Kein Shiny, 22,82. Jetzt geht's ans Fangen. Den stopfe ich mal hier weg, den Nudel-Account. Wir versuchen einfach mal direkt den Kreis einzustellen beim Werfen. Ich würde sagen, der Kreis ist von der Größe her jetzt sogar richtig. Den bräuchten wir eigentlich nicht mehr bewegen. Wir müssen nur noch ein bisschen Dollar werfen und immer, wenn er angegriffen hat, also immer in den Angriff reinwerfen. Wir haben ja genügend Bälle, zack. Der Kreis hat sich nicht mehr verstellt, einfach fabelhaft, das hat gepasst. Das hat man ja mit der Zeit im Gefühl, wie das aussehen muss. Neuer Rekord ist auch das kleinste, was ich bis jetzt habe. 15, 11 und 14, okay. Damit ihr mir das wirklich glaubt, geht man mal hier Regierahmen ein. Dann sehen wir, dass ich eigentlich schon eins gemaxt habe, was ein Glücksregierahmen ist, was mega alt ist, vom 17.05.2020. Aber wir noch ein zweites machen können, ein zweites maxen können. Dafür bräuchten wir aber noch mal knapp 300 XL. Aber wir haben noch Raids für Zuschauer am Donnerstag und wir haben noch die Raid Mania am Mittwoch. Darauf freue ich mich, da werde ich wieder ein bisschen mitmachen, gerade am Donnerstag dann, auch für Interaktion. Jetzt höre ich auf, hier wie so ein Affe rumzukleben. Würde sagen, habt ihr was Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr einen 100er bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns heute Abend bei Karmesin vielleicht. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.